Recht herzlich willkommen, mein Name ist Daniel, das ist Hannes, den kennt ihr wahrscheinlich natürlich schon aus Sick Videos und... Quatsch, wer soll mich denn schon kennen? Nein, Spaß beiseite. Genau, wir haben unser Thema schon auf dem Tisch stehen, nämlich eine GeForce RTX 3080. Wir haben uns jetzt tatsächlich knapp 1,5 Tage mal die GeForce RTX 3080 mal einfach zu Herzen genommen, mal geguckt, einfach wie läuft sie, wie performt sie im Vergleich zur 2080 Ti hier von MSI und einfach mal ein paar Spiele getestet, auch im vor allem mit Hinblick mit wie läuft Raytracing und ist es jetzt so ein großer Leistungsschub, wie ein Nvidia versprochen hat. Und wir haben mehrere Spiele getestet, wir haben auch ein paar Benchmarks selber nachgestellt, als auch die internen Benchmarks benutzt. Da zeigen wir euch dann, welche Spiele, welche Benchmarks wir gemacht haben. Und insgesamt tatsächlich sind wir recht angetan, auch wenn natürlich die große Begeisterung, der große Sprung noch nicht ganz da ist mit der 3080. Aber dazu dann später mehr. Genau, wir wollen jetzt nicht vorgreifen und alles vorweg erzählen. Vielleicht noch auch zum Hintergrund. Wir haben jetzt, wie ihr sehen könnt, keine Founders Edition Karte. Es ist nämlich stattdessen hier von GameWorld die Phoenix 3080 besorgt. War die erste Karte, die wir in die Finger bekommen, um ehrlich zu sein. Ansonsten, also jetzt. Ne? Soll jetzt auch nicht speziell um diese Version gehen. Dazu genau. Kommt ein separater Test, noch ein Blog dann und so weiter. Da kriegt ihr noch mal ein bisschen mehr Infos dann eben zu diesem speziellen Modell. Mhm. Erstmal geht es uns wirklich um die pure Performance 3080 versus eben hier 3080 Ti. Genau. Weil ich meine, viel weiter preislich auseinanderliegen können Grafikkarten eigentlich kaum noch. Wir haben ja hier knapp 1.300 Euro war die, glaube ich, neu. Das ist die 2080 Ti Ventus von MSI. Ich glaube, die waren 1.300, 1.400 Euro irgendwie so in dem Dreh. Kostet die jetzt auch noch, habe ich gerade gesehen, 1.200 Euro bei den meisten Händlern. Also immer noch richtig teuer, während wir hier bei knapp 700 Euro liegen. Also ich glaube, GameWorld will 740 so ungefähr dafür haben. Also so um den Dreh liegen die meisten Also knapp die Hälfte kann man eigentlich sagen. Genau, knapp die Hälfte. Und auch ein wichtiger Punkt, den wir uns noch anschauen wollten, ist natürlich Energieverbrauch. Weil wir haben gelesen, ganz viele Leute sind unsicher deswegen. Ganz genau. Dazu auch später noch mehr. Vielleicht ganz kurz noch die Unterschiede zur Founders Edition. Die Founders Edition hat ein ganz anderes Kühlkonzept. Hier haben wir einen relativ klassischen Dreifachlüfter, Dreifach-Axiallüfter. Und auch grundsätzlich ist das Design ein bisschen konservativer, ein bisschen so, wie man es kennt. Während die Founders Edition tatsächlich ein recht verrücktes und interessantes Konzept haben. Und wir haben hier auch keinen 12-Pin, wie ein Nvidia jetzt anpreist in ihren neuen Grafikkarten, sondern einen klassischen 2x8-Pin-Anschluss. Genau, was halt der Unterschied ist zur Founders Edition Karte ist, die Founders Edition Karte zieht ja an zwei Stellen Luft ein. Wir haben ja zwei große Lüfter. Einer zieht von hier die Frischluft ein und bläst sie am Backpanel raus, eben aus dem Gehäuse. Und der zweite zieht hier die Luft quasi einfach durch die Karte durch und entlüftet dann quasi ins Gehäuse. Genau. Ist natürlich jetzt nicht so geil, wobei ich jetzt auch schon den Reviews entnehmen konnte, dass es gar nicht so wild ist. Weil, echt jetzt? Genau, die Hitzeentwicklung ist im Prinzip identisch zu eben klassischen Blower-Karten, sondern klassischen Two-Slot, Three-Slot, normal Standard-Ausführungen. Ich habe ehrlich gesagt gerade voll einen Blackout, wie das genau heißt, dieses Design, aber ihr werdet sicher wissen, mit was ich meine. Standard-Axiallüfter. Genau, Standard-Axiallüfter, weil die eben auch die Luft einfach ins Gehäuse pumpen und das heißt, alle Komponenten haben sich quasi gleichermaßen erwärmt. Genau, aber das wird wahrscheinlich noch in weiteren Texten, Reviews interessant werden. Genau, jetzt zur wirklich großen Frage, 3080, ist jetzt wirklich Raytracing da, wo es sein will, wo es sein möchte? Funktioniert jetzt endlich mein Raytracing? Funktioniert es jetzt endlich flüssig mit 60 FPS? Genau, und da gibt es ein ganz klares Jein. Wunderbar. Sehr gut. Ja, weil man kann nicht sagen, es funktioniert definitiv immer mit 60 FPS. Tut's nicht. Aber wir sind an einem Punkt angekommen, dass die 3080, also quasi die, ja nicht Brot- und Butterkarte, aber die Mainstream-Karte aus dem High-End-Bereich so ein bisschen preislich nach unten rückt und dabei trotzdem in vielen Spielen so um die 50 bis 60 FPS, also zwischen 50 und 60 FPS nicht eingeordnet hat, ohne DLSS in 4K Ultra-Settings und Raytracing on. Wir haben uns tatsächlich in dem Punkt Shadow of the Tomb Raider angeguckt und eben Battlefield 5 auf der Karte, ich weiß, ich spreche es falsch aus, Tirelenö. Ich kann auch kein Französisch. Wir können es nicht richtig aussprechen, aber in der Story-Kampagne relativ am Anfang kommt man mit seinen Kollegen an bei den Panzerwägen und wird dann gleich von den Crowds angegriffen.
Dort hatten wir sehr, sehr viel Laub und auch sehr viel Licht, auch ein bisschen Feuer, das sich dann in den Pfützen spiegelt. Und überraschenderweise waren beide Spiele, liefen so irgendwas zwischen, sagen wir mal, 40 und 50 FPS mit Raytracing an. Ja, es war wirklich durchaus spielbar. Klar, ob man jetzt 40, 50 FPS wirklich haben will, ist eine andere Sache mit seinem 120 Hertz 4K-Display. Natürlich. Na, ist ein anderes Thema. Aber kommt so langsam so in spielbare Bereiche rein. Und mit der 3090 allerspätestens dürfte es dann auch definitiv spielbar sein. Und da ist man dann natürlich preislich auch wieder hier in Riegen von der 2080 Ti. Nur dann wahrscheinlich mit deutlich mehr Performance, denn so im Schnitt um die 30% können wir sagen. Ne? Hatten wir, glaube ich, so hochgerechnet, so 30%, um 30% Pi mal Daumen mit Raytracing on war sogar ein bisschen mehr. Also wenn das Raytracing dann wirklich gekickt hat, sage ich jetzt mal, also gerade Battlefield von 20, 25 auf 50, also sehr dramatische Steigerung schon in dem Umfeld. Die doppelte Performance, wie sie angekündigt haben. Vielleicht mit ein paar guten Treibern noch oder mit ein paar Updates kann man da vielleicht noch ein paar FPS rausdrücken. Es ist jetzt aber nicht der größte Generationssprung, den Nvidia je hingelegt hat. Nee, ich glaube, die erste 10er-Serie war noch krasser, oder? Also die 1080 zu 1089 oder so. Ich glaube, das war noch, da war noch viel, der Sprung viel größer relativ nochmal. Wuchtig. Genau. Aber ja, es ist trotzdem wirklich, also es lohnt sich wirklich schon, vielleicht nicht unbedingt, wenn ihr eine 2080 Ti hat, weiß ich nicht, ob man jetzt wirklich unbedingt sofort upgraden muss. Wenn ihr aber alles, was kleiner ist als eine 2080 Ti, habt ihr jetzt eine 2070, 2060 vielleicht sogar noch, da lohnt es sich definitiv. Es ist jetzt nicht der heilige Gral, ihr müsst jetzt nicht sofort loslaufen, euer Geld irgendjemand ins Gesicht werfen, eine 3080 kaufen, aber es ist schon ein sehr gutes Upgrade. Genau, was vielleicht auch noch interessant ist, ist tatsächlich der VRAM. Die 2080 Ti kommt mit 11 GB daher. Die 3080, die wir haben in dieser Fassung, kommt mit 10 GB daher. Wenn wir alles quasi auf Maximum gedreht haben, haben wir im Schnitt irgendwas zwischen 7 und 8 GB VRAM verbraucht. Wenn wir Supersampling angemacht haben, dann haben wir die 10 GB schon ausreizen können. Wobei es auch immer noch Titel gab, ich meine, die sind jetzt keine Grafikkartenkiller, wo wir das ausprobiert haben. Wobei wir haben Battlefield, was hatten wir da mit Supersampling? 40 FPS um den Dreh. Das war gar nicht so ein dramatischer Einschnitt. Das heißt, Rechenpower ist definitiv genug da. Das Raytracing frisst halt natürlich wieder ein bisschen an der Performance. Genau. Aber Raytracing an, 1,6-faches Supersampling. Und da hatten wir immer noch einigermaßen spielbare FPS. Und Konsolenregionen waren wir dann halt. Also ist ja immer. Der PC-Spieler will sich natürlich nicht mit Konsolen-FPS zufrieden geben normalerweise, aber es ist möglich, so zu spielen, auch mit dann eben dem entsprechenden Supersampling. Genau, das sind ältere Titel. Wir haben einmal kurz World of Warcraft draufgeworfen, weil es halt auch immer noch viel gespielt wird. Und, da hast du ja was Interessantes ausprobiert tatsächlich. Supersampling auf einem Ultrawide Samsung G9 Odyssey, also sprich, der hat 5120x1440 so Pixel, genau, knapp einen Meter breit, 49 Zoll, 32:9. Mit zweifach Supersampling, alles Ultra, alles Maximum und das lief mit 80, 85 FPS in den Hauptstädten. Das ist also ordentlich und es sah richtig scharf aus. 10.000, was sind das dann? 10.540x2880 Pixel Auflösung. Und der VRAM war noch nicht voll. Also, es geht auch ein bisschen mehr, wenn man eher so ein bisschen der Casual-Spieler ist. Ich glaube, Fortnite lief nicht ganz so geil, aber das ist, glaube ich, auch einfach die Engine, die ja nicht so... Genau, also wir haben DirectX 12 im Fortnite mal angemacht, das ist noch in der Beta-Version. Wir haben Raytracing angemacht und wir haben alle Einstellungen auf maximal gestellt. Und es lief meistens ruckelig, in manchen Szenen ging es dann wieder, aber in der Regel da lief es noch sehr ruckelig, wobei ich das jetzt eben aufs Spiel schiebe. Ja, oder auch den Treiber. Also ich glaube auch eher, da war ein bisschen der Treiber auch mit Schuld, zumindest Ultra WQHD läuft es auch auf älteren Karten schon. Also ich denke, da wird auch der Treiber noch ein bisschen rumgefuhrwerkt haben, weil, also woran wir gemerkt haben, dass der Treiber einfach noch nicht perfekt ist und warum Nvidia wieder diese Spielauswahl getroffen hat, zeigt sich dann Ghost Recon Breakpoint beispielsweise. Da hatten wir dann komischerweise mit Super Sampling aktiv mehr FPS als ohne. Genau. Was schon merkwürdig war. Sehr komische Artefakte teilweise im Spiel. War einfach, aber man hat gesehen, da stimmt einfach irgendwas noch nicht. Deswegen, die Werte sind wahrscheinlich eh komplett für die Tonne, weil der Treiber dafür einfach noch nicht optimiert ist. Wobei wir dazu auch sagen müssen, dass Breakpoint an sich, als Spiel, auch noch etwas verbuggt ist und auch immer wieder mal Fehler hat. Etwas.
Aber ein Punkt, auf den wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen müssen, bevor es hier zu lang wird, bevor wir zu lang voll labern, ist natürlich noch der Energieverbrauch. Ein sehr, sehr großes Thema, wurde auf Reddit zum Beispiel auch hundertfach, tausendfach gefragt, wenn natürlich alle wissen wollen, kann ich mein Netzteil weiter benutzen. Genau. Wir haben hier jetzt ein 750 Watt Be Quiet Platinum drin, also ein Dark Power Pro, und wo hier steht es, genau, hier ist es. Dark Power Pro, halt ja. Das mal kurz in die Kamera. Das haben wir derzeit installiert. Sind die Kollegen von Be Quiet glücklich. Genau, das läuft astrein ohne Probleme, und wir haben gemessen, bei den meisten Spielen kommen wir mit dem Gesamtsystem hier aus einem Ryzen 3900X mit 48 GB RAM und auf einem X570 Asus Board, das heißt, das Board frisst auch noch eine ganze Menge an Energie mit dem aktiven Lüfter und allem drum und dran, kommen wir im Gesamtsystem bei Spielelast so um die 450 bis 480 Watt. Das war so unsere Messung, die wir im Durchschnitt hatten. Die 2080 Ti, auch eine Overclocked-Version, muss man dazu sagen, damit kamen wir im Schnitt auf 380 bis 400 Watt. Also generell kann man sagen, 80 bis 100 Watt mehr als so eine 2080 Ti OC, ja, braucht eine 3080. Also ist schon nicht ohne diese Steigerung. Wir sind allerdings selbst im absoluten Stresstest mit voller Last auf die CPU, mit voller Last auf dem RAM, voller Last auf der GPU nicht über 550 Watt gekommen. Genau, also im Grunde kann man sich ein High-End-System zusammenbasteln und es reicht ein 550 Watt Netzteil. Genau. Sollte dann natürlich schon ein gutes sein. Also das, da solltet ihr nicht den letzten Ramsch irgendwie verbauen, wenn ihr wirklich ein kleines Netzteil haben wollt. Ich würde es aber tatsächlich empfehlen, irgendwo zwischen 550 bis 650 Watt zu gehen mit einer 3080. Genau. Außer ihr habt eine Intel-CPU, wenn ihr irgendwie so einen dicken 10900K oder so habt, dann definitiv deutlich größer einfach, weil die CPU so viel mehr Energie braucht als der 3900X hier. Der ist ja wirklich super genügsam. Aber einfach, um eben in diesem Sweet Spot zu bleiben von den Netzteilen, also irgendwo bei 80% Auslastung zu bleiben, damit die halt einfach effizienter laufen. Weil was bringt mir ein 1000 Watt Netzteil, wenn es ineffizient läuft? Das ist richtig. Also in dem Fall müsst ihr nicht unbedingt Angst haben, dass euer Netzteil nicht mehr ausreicht. In der Regel habt ihr irgendwas zwischen 550 und 650, schätze ich mal, haben die meisten. Genau, ich absolut denke auch. Ausreichend. Immer noch, ihr könnt euch die 3000er Reihe holen, kein Problem. Genau, wir werden da auch noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, in einem separaten Video, um mal zu gucken, wie stromhorig die denn wirklich sind und was so verschiedene Netzteiltypen und Leistungsstufen und Klassen, Zertifizierungen auch, also Platinum, und so weiter dann liefern. Ich bin echt gespannt, gerade mit unserem Budget-Netzteil. Da stehen zwar 600 Watt drauf, ob sie auch drin sind. Gucken wir mal. Genau, gucken wir mal. Sie hat 2x8 Pin, ja, sollte also eigentlich technisch reichen. Egal, das ist Thema fürs nächste Video, das heißt, am besten direkt abonnieren und so weiter, damit ihr das auch nicht verpasst, und wenn Glocke ihr noch am Überlegen seid. Und genau, Glocke auch nicht vergessen. Und lasst uns Kommentare da, wir freuen uns tatsächlich über eure Meinung. Sprechen euch die Karten an, holt ihr euch eine neue RTX-Karte oder freut ihr euch auf die RX 6000er-Reihe von AMD? Schreibt es uns einfach in die Kommentare, wir sind wirklich gespannt, weil dieses Battle der Grafikkartenhersteller wird so langsam richtig interessant. Ich glaube auch, dieses Jahr wird noch richtig, richtig spannend, gerade mit AMD, was die noch so ein bisschen angeteasert haben. Das ist aber alles ein Thema für einen anderen Tag. Anderer Tag, anderer Talk, anderes Video. Deswegen, Fragen auch gerne zur 3080. Wir werden sie noch eine Weile hier haben. Lasst uns gerne eure Fragen dazu wissen, auch wenn ihr irgendwelche bestimmten Vergleiche haben wollt oder so. Wir haben nicht alle Spiele, die wir mal so eben aus dem Regal ziehen können, aber wir werden natürlich alles versuchen, was euch so an den Karten interessiert, auch abzudecken. Und dann gerne einfach Kommentar dafür dalassen. Abo, Like, Glocke, whatever. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.